Herzlich willkommen zu Star Trek Adventures. Die USS Magellan fliegt wieder mit dem Reon, Hallo. Lieutenant Commander Shrust Zines Meldet sich zum Dienst. und Lieutenant Commander Zulok. Live long and prosper. Wir sind stehen geblieben auf der USS Magellan, ne? Das ist korrekt. Der Reon ist von seiner waghalsigen und geheimen Mission, von der nur er was weiß, und das Alien zurückgekehrt. Und ihr cruist, beziehungsweise ihr verbleibt erstmal noch eine Zeit lang an ungefähr derselben Stelle. Das Wurmloch hat sich. Ja, genau. Vor allem, was wir natürlich brandheiß wissen wollen, ist, was mit dem Alien passiert ist und was vor allem mit dem Schiff passiert und im Wurmloch passiert ist. Aber Wurmloch wollt ihr ja gerade erzählen. Ja, ich weiß, dass ihr es brennend wissen wollt, deshalb ziehe ich das jetzt absichtlich episch in die Länge. Ihr cruist erstmal eine Zeit lang mit der USS Magellan an derselben Stelle. Das Alien, beziehungsweise der Wirt des Aliens, wurden direkt auf die Medizinstation gebracht. In der Absicht, die voneinander zu trennen, aber so, dass weder dem Alien noch dem Wirt was Schlimmes passiert, was sich offensichtlich als nicht sehr leicht herausstellt. Ihr bekommt zu dem Zeitpunkt immer nur beim Mittagessen Gerüchte mit auf dem zweiten Deck. Ich würde dir sagen, ob ich mich mit irgendeinem Fähnrich der Ärzte-Crew irgendwie anfreunden könnte, aber so einer ist Rion halt nicht. Ja, warte mal ab. Hervorragend. Also, was ihr mitbekommt in der Messe, abgesehen von den paar Standardreparaturen, die ihr macht, ihr bemerkt, vom sozialen Gefüge her hängen die Leute immer hauptsächlich am Anfang, ihr seid jetzt ja schon ein paar Tage unterwegs, die hängen am Anfang immer hauptsächlich mit ihrer eigenen Crew rum. Nach und nach mixt sich's aber mehr. Und so langsam kommt auch die Gerüchteküche in Gang, der bekannte Flurfunk, der ich es erstmal geladen. Ihr erfahrt, dass wohl erstmal noch nicht entschieden ist, was weiter passiert. Ihr geht stark davon aus, dass Captain Townsend Meldung gemacht hat zum Admiral, den ihr namentlich nicht kennt. Und dass die Science Crew intensiv damit beschäftigt ist, nach einer Lösung zu suchen, das Alien von seinem Wirt zu trennen. Okay, haben wir irgendwelche Möglichkeiten, irgendwie unterstützend Hilfe zu leisten? In welcher Form auch immer, technischer oder sowas? Da habt ihr eigentlich keine Möglichkeit zu. Also du denkst dir wahrscheinlich schon, wenn ihr zu dem Schiff rübergehen könntet, dann könntet ihr da im Namen der Sternenflotte, im Namen der Föderation die Technik checken. Der Captain hat aber genau das strengstens verboten, weil er halt um eure Gesundheit fürchtet. Ich melde mich freiwillig. Ich kenne mich da irgendwie aus. Ach, tatsächlich, Fenrich, woher denn? Ich habe viel mit dem Alien gesprochen und er hat mir das sehr detailliert erklärt. Wann war das? Da waren Sie dabei, Lieutenant Science. Deswegen meine Frage, weil ich kann mich nicht erinnern, dass die Technik dort im Gespräch war. Ja, Sie sind, also die, klar, war die, doch, da warst du mit dabei. Dass ich über den Antrieb gesprochen, wir haben ja herausklamüsert, um herauszufinden, wie der Antrieb zu retten ist. Da warst du dabei. Das ist korrekt, aber er hat nicht erklärt, wie die Korridore auf die Das wiederum verlaufen. ist richtig. Sie dabei war. Fenrich Reon, du hast ja tatsächlich am Antrieb rumgedoktort, auch ohne dass die Ja. anderen davon wissen momentan. mach eine Inside Engineering Probe mit 4 Erfolgen. Autsch. Kann ich die Schiffsgeschichten irgendwie Computer dazu nehmen, was auch immer ich da jetzt gerade tue? Nee, also das ist Einfach mehr nur so fürs eine Verständnis. Erinnerungsprobe, genau. Du hast da halt unter extremem Stress dran rumgedoktort. Das Schiff hat gedroht, dir jeden Moment um die Ohren zu fliegen. Du hast da Okay. größtenteils nur die Befehle vom Alien angenommen, woran du jetzt als nächstes nach rechts oder links zu schrauben hast, so auf doof gesagt. Ja. Du in der Situation ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du einen tieferen Einblick gekriegt hast. Aber vielleicht, wenn du Ja. es nochmal so rekapitulierst. Kriege ich es vielleicht noch mal hin, ja? Ja, zumindest weil du dir einen Teil der Technik erklären kannst. Oh
Oh Gott, jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich mir ein Value nehmen soll. Jetzt schon zu der Sache, weil es ist ein experimenteller Antrieb. Wir kennen den nicht. Das wäre geil, den irgendwie zu rekonstruieren und vielleicht selber zu bauen. Und die Galaxie mit Wurmlöchern überziehen. Nein, also wenn er funktioniert, dann passiert das ja nicht. Das ist ja nur ein Unfall gewesen. Außerdem findet sich da bestimmt Abnehmer für. Ein Experiment, das schiefgelaufen ist. Mhm. Dann experimentierst du und hilfst du einfach nochmal ein bisschen weiter mit einem Experiment, das schon mal schiefgelaufen ist. Das ist eine gute Idee. Ja, Insight und Engineering hast du gesagt, ne? Ja, auf 4 Erfolge. Dann kann ich aber auf Power Systems gehen, den Fokus kann ich aktivieren, ne? Ja, ist okay. Dann würde ich dir einen Thread geben. Ja, gerne. Dann habe ich einen dritten Würfel. 4 Erfolge hast du gesagt, ne? Genau. Alter, in der kritischen Situation bin ich gerade nicht. Aber war ich damals in der kritischen Situation und kann ich das jetzt zu meinem Vorteil nehmen? Ne? Nee. Ich starte übrigens das Spiel mit 2 Threat pro Person. Ja, also ich weiß, es war schon 6. Das heißt, du hast genau, 7, genau. Ja. So viel haben wir gar nicht auf unserem Bogen. Oh. Ach, scheiß der Hund drauf. Ich nehme das Determination, mache ich mir weg und mache den Puzzle Solver als Value. Ja. Das heißt, ich habe 2 automatische Erfolge und 3 Würfel. Fuck you! Oh. Das ist aber epic gefailed auch, ne? Ja. Aus der Stresssituation heraus hast du tatsächlich nur Befehle befolgt und an einzelnen Dingern rumgedoktort, ohne das große Ganze annähernd zu verstehen. Ey, 3x über 15 geworfen, ey, ich fass es nicht. Ja, okay, gut, scheiße. Ja, denke ich auch. Was euch sonst noch passiert während der Tage, die ihr da quasi nichts zu tun habt, außer Standardreparaturen und Standardkontrollen? Wir wollten noch einen Gleiter mit Sicherheitsschilden, Kraftfeldern aufrüsten. Okay, dazu hättet ihr tatsächlich Zeit. Ja. Warte. Dieser Puzzle-Solver ging ja auf meine Orb-Experience. Von daher habe ich da jetzt gerade nochmal ein D6 geworfen, aber auch das hat nicht funktioniert. Okay. Also streiche ich mir den. Ja, da ihr die Techniker-Crew seid, könnt ihr das machen, sowohl von der Hierarchie her als auch von Fähigkeiten her. Aber wisst ihr was, ist eine Standardoperation. Ihr müsst eigentlich gar nicht würfeln. Also ihr habt mehrere Tage Zeit und könnt das machen. Du hast nur Angst, dass wir Momentum aufbauen. Ne? wollte ich euch schon entgegenkommen. Ich würde aber nicht im Shuttle rumschrauben. Ich würde zumindest Lieutenant Junior Grade Harriet Smith mal zum Rapport bitten und die zum Nachtraining. Ja, was soll. Ich habe mitbekommen, dass ich eingetragen habe, dass jeder, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Maschinendeck war, bei Lieutenant Björnsson zum Security-Nachtraining eingetragen ist, ne? Okay, ja. Das macht der Björnsson auch gerne mit. Lieutenant Commander Sainz, möchtest du persönlich trainieren? Ja, ich ja. Würde, die sitzt ja auch bei mir auf meiner Stube. Ich würde sie jetzt wirklich auch an ihre Ausbildung an der Akademie erinnern und quasi zum Nachsitzen verdonnern. Okay. Damit hält besser, oder was? Und muss das wirklich sein, Lieutenant Commander Sainz? Selbstverständlich. Wer so eklatant gegen die Richtlinien und die Vorschriften verstößt. Nun gut, ich gelobe Besserung, Lieutenant Commander. Tut mir leid und wird nicht weiter vorkommen. Ja, der Worte sind genug gewechselt. Ich will jetzt endlich Taten sehen. Also, bin ich froh, dass ich gerade nicht in der Kacke sitze. Dann. Die kriegt gleich auch eine Sonderschicht. Die Sondernachtschichten verdonnert. In Absprache mit Lieutenant Commander Sulok. Wie gesagt, von Sulok's Seite her, es ist völlig in Ordnung, wenn die Dame, weil die haben sich ein paar Tage mit einem Lieutenant Björnsson zusammen in dem Sitzungsraum wiederfindet, wo er mit den ganzen Kladderadatsch nochmal von vorne mit ihr durchgeht, so lange, bis ich es verstanden habe. Ja, und ich übernehme die technischen Protokolle. Der macht die Sicherheit und ich mache die Technik. Okay. Ja, perfekt. Ja, dann wird man dann ist ja wahrscheinlich entweder gelernt haben oder wir machen es halt nochmal. Ja. Manche lernen unter Schmerzen. Was der Offizier gut auf das macht, kann er gut. Also ausbilden, Ende. Hoffentlich erzählt sie auch dem Fähnrich Reon, wie es gelaufen ist. Sehr schön.
Ihr merkt auch, wie eure Nachhilfeschüler dann in der Messe öfter mal zusammensitzen. Also die Gruppe scheint sich da auch dann interdisziplinär kennenzulernen. Wer sich öfter mal zu dir gesellt, Lieutenant Commander Zulok, ist Ensign Sigasha, die Uronierin. Ja. Der kriegt natürlich die scharfe Frau wieder. Wirkt ungefähr wie 30 bis 40 Jahre alt. Die habt ihr übrigens alle bei euren Schichten schon bemerkt. Die findet ihr nämlich alle per GM-Diskret sehr geil. ihr wisst wahrscheinlich alle, die strömen Pheromone aus, die alle, so ziemlich alle gefügig machen, bis auf Vulkanier. Super. Kann ich mir dann irgendwas gebastelt haben, was ich mir in die Nase stecke, was diese Pheromone rausfiltert? Oder kann ich vielleicht im ganzen Maschinenraum so ein Filtersystem gegen diese Pheromone programmiert haben oder gebaut haben? Das könntest du theoretisch tun, aber ich würde dich jetzt erstmal an dem Schild da im Wave Rider als eingespannt ansehen. Ja, Lieutenant Commander Zulok, dir ist auch aufgefallen halt, bei den Schichten mit der musst du immer ein bisschen aufpassen. Die anderen Crewmember von dir, die kleben da echt gerne am allerwertesten so und flirten mit der rum, da werden Aufgaben schlechter getan. Und das ist nicht ganz so leicht. Oh, das ist harter Tobak. Richtig als Sicherheitsrisiko, die Frau. Und was will die denn die ganze Zeit bei mir? Ich rufe, was war das, irgendeinen speziellen Grund, den ich logisch erfassen kann? Ja, die setzt sich öfter mal beim Essen zu dir und fragt auch, Lieutenant Commander Zulok, darf ich mich zu Ihnen setzen? Natürlich, aber bitte ernsten. Es ist schön, mit jemandem zu speisen, der nicht andauernd versucht, mit mir rumzuflirten. Warum unterbinden Sie das nicht ganz? Sollte doch nicht so schwierig sein. Naja, es ist biologisch bedingt. Ich weiß, dass die anderen da nichts für können. Wenn man dagegen irgendwie würfeln kann, um sich halbwegs zusammenzureißen, dann würde ich das auf jeden Fall immer tun. Ob es bei meinem immer funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber er wird sich redlich bemühen. Okay, wenn das möchtest, kannst du auch ohne würfeln Biologie machen. Als weibliches Wesen ihrer Spezies sieht vor, dass sie irgendwann an irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens für den Nachwuchs innerhalb ihrer Rasse sorgen. Würden Sie also die Tatsache, dass Sie als weibliches Wesen theoretisch die leitende Funktion innerhalb von Fortpflanzung ausüben, das dann als Verpflichtung verstehen? So habe ich da bisher noch nie drüber nachgedacht, aber ich wünsche mich im Moment auch nicht fortzupflanzen, wie Sie es sagen. Ich möchte hier noch etwas Karriere in der Sternenforschung machen. Dass Sie Ihre Instinkte und Ihre Impulse einer momentanen Verantwortung oder einer momentanen Aufgabe unterordnen können? Ich meine, gewiss. Sehr schön. Wenn Sie also das in der Lage sind, jetzt kommt eine logische Frage, Ensign. Warum erwarten Sie das von anderen Lebewesen nicht? Ich merke, dass es Ihnen schwerfällt und nun, ich habe dafür Verständnis. Trotzdem ist es angenehm, mit einem, also lächelt dich ein bisschen an, Logiker am Tisch zu sitzen. Da läuft noch was. Na schön, Ensign. Denken Sie eventuell nochmal darüber nach. Vielleicht finden Sie eine Lösung, um die Situation für sich selber angenehmer zu gestalten. Danke, Lieutenant Commander Zulok, das werde ich. Sehr schön. Lieutenant Commander Shrass Sainz? Ja, Sir. Zu dir setzt sich des Öfteren eine Andorianerin, die blau trägt. Und du machst dich vermutlich ein bisschen mit ihr bekannt, wenn du nichts dagegen hast. Ja, selbstverständlich. Das blau heißt Wissenschaft oder Medizin? Wissenschaft. Die ist hervorragend. Du kriegst das so ein bisschen raus. Die ist Astrophysikerin. Aposao Zoshokrik heißt sie. Ich hoffe, ich tue deiner Rasse jetzt nicht unrecht, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Herrschst du hervorragend. Wie ein Native Andorianer. Dankeschön. Gib einen Bonusmoment. Nein. Lügenbuße. Die ist so circa 40 bis 50 Jahre alt und die hat einen ziemlich straighten Charakter. Weiße Haare, lang mit Pony und braune Augen. Was hat sie für einen Dienstrang? Die ist Lieutenant. Da ist was auf Antennenhöhe. Ja. Aposao. Oder soll ich Sie mit Ihrem Dienstgrad Lieutenant Zoshrik ansprechen? Ich bitte um Lieutenant. Lieutenant, ich habe, als wir hier dort vor dem Wurmloch waren, eine Reihe von Sensoraufnahmen gemacht.
soll ich Ihnen diese Sensorlogs zur Verfügung stellen? Ich habe da ein paar Thesen entwickelt bezüglich des Antriebs und des fehlgeschlagenen Experiments. Sehr gerne. Wir haben selbstverständlich auch diverse Scans durchgeführt, aber Ihre Meinung aus technischer Sicht und Ihre Analysen könnten durchaus von Nutzen sein. Wenn Sie selbstverständlich. In diesem Zuge habe ich auch festgestellt, dass die Sensoren auch noch die Sensorphalanx etwas optimiert werden könnte. Vielleicht können wir mal gemeinsam die Optimierungsansätze durchgehen, bevor ich sie unserem Chief Engineer vorschlage. Ich hoffe nicht, dass die Sensoren optimiert werden können. Das würde ja bedeuten, wir haben bislang suboptimal gearbeitet. Aber wir sollten es uns in jedem Fall ansehen. Ja, aber da würde ich unseren Chefingenieur zitieren, der sagt, gut ist nicht gut genug. Es gibt immer eine Optimierungsmöglichkeit. Komm, ich weiß. Ihr seid Romantiker, das sagen, was ihr wollt. Ich gebe euch jetzt echt ein Momentum für schönes Rollenspiel. So. Traum. Haft. Sie wissen doch, dass die Magellan frisch aus den Docks kommt und dass sie einfach in der Grundkonfiguration fliegt. Die Grundkonfiguration von Planitia Utopia ist sicher gut, aber sie ist nicht so gut wie die, die im freien Raum angepasst werden. Gut, wir sehen es uns gerne an. Du bekommst tatsächlich für den nächsten Tag eine Einladung auf dein Pad ins astrophysische Lab auf Deck 5, wo sie sich das dann gerne mit dir angucken möchte. Reon, zu dir gesellt sich in den Mittagspausen des Öfteren Ensing Marvoruki, den du ja von deiner Ausbildung her kennst. Oh nein, kriege ich den irgendwie vergrault? Ja, ist dir besonders unangenehm beim Essen, weil der spuckt ja auch so ziemlich beim Reden. Ja, der ist beim Essen nicht gerade von Vorteil. Ja, du kannst ihn an der kurzen Leine halten. Beim ersten Mal freut er sich schon ziemlich, als er dich sieht. Mhm. Ja, also ich werde so ein bisschen Smalltalk halten. Der geselligste Typ ist Reon, aber eh nicht. Okay. Und wenn er ihm auf den Sack geht, dann wird er ihn auch irgendwann versuchen, komplett zu ignorieren. Mhm. Sofern möglich. Okay. Reon sucht sich auch grundsätzlich immer, wenn er in der Messe ist und essen oder so, immer grundsätzlich irgendwie einen leeren Platz oder wo möglichst wenig Leute sind und setzt sich irgendwo in eine Ecke oder sowas. Also der guckt schon, dass er sich ein bisschen absondert. Er ist wahrscheinlich so ein bisschen der Sonderling. Okay. Ja, dann lässt sich der Marvoruki dadurch auch sehr schnell abschrecken, nach ein, zwei Versuchen. Am Anfang, er ist ja der Chief Navigation Officer und zuständig für die Trigonometrie. Am Anfang erzählt er dir tatsächlich noch ein paar eventuell interessante Sachen, nämlich dass erstmal keine Weiterreisen geplant sind und dass der Captain halt wohl offensichtlich die Sternflotte kontaktiert hat und jetzt auf weitere Anweisungen wartet. Ja, dann würde er sich so ein bisschen aus der Deckung rauswagen und fragen, ob er irgendwas gehört hat, ob wir aufs Chef rüberfliegen oder beamen, um uns das mal anzuschauen. Das hält er immer noch für zu gefährlich. Soll sich mal nicht so anstellen. Raunt er dann nur so. Ich glaube auch nicht, dass wir das nochmal von innen zu Gesicht bekommen werden. Das wird, wenn dann ein Spezialteam machen, denke ich. Er guckt etwas irritiert und sagt, nochmal? Du warst schon auf dem Schiff? Nein, also nochmal im Sinne von in Zukunft. Oh. Niemand war auf diesem Schiff bisher. Bis auf den Wirt. Er vertieft sich tiefer in sein Pad. Wenn du so weitermachst, fliegst du auf. Ja, ist nicht der logischste vielleicht, ist richtig. Ja, und ihr erfahrt auch, dass die Männer einen künstlichen Gastkörper gebaut haben. Der wird sich aber nicht lange halten können. Ja, dann, wenn ich das höre, würde ich tatsächlich mal auf die Krankenstation gehen und fragen, ob ich in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Der Dr. Weiwei komplimentiert dich ganz schnell raus. Also du siehst die Krankenstation. Mhm. Die ist glücklicherweise unbelegt. Auf den Gängen ist es übrigens sehr voll. Ihr habt ja noch die halbe Crew der Atlantis an Bord. Ja. Die Medizinstation ist glücklicherweise leer jedoch. Und der Dr. Weiwei hat da mit dem medizinischen Hologramm und sie hat die Benzidin, Ärztin für Kybernetik. Die haben da wirklich alle Hände voll zu tun.
Das Hologramm, du hast wahrscheinlich vorher noch kein medizinisches Hologramm gesehen. Die sind auf den Schiffen eine Neuerung. Sieht aus wie ein echter Mensch. Ich wollte schon sagen, kommt drauf an, ob ich jetzt, wenn ich direkt rauskomplimentiert werde, ob ich es einordnen kann, dass da ausgerechnet dass das Hologramm ist. Okay, ne, kannst du nicht. Also du siehst halt noch eine Asiatin springt da rum. Wenn du die Crewliste ordentlich studiert hast, dann weißt du, dass es sich dabei um Hologramm handelt. Ja, aber du hättest es nicht wahrgenommen. Ja, wenn ich da nicht helfen darf, dann kann ich mich da schlecht einzwingen. Aber wenn das Schiff tatsächlich so voll ist, würde ich dann gucken, dass wenn ich nicht gerade im Maschinenraum zu tun habe und meine Arbeit nachgehe, dass ich mich tatsächlich in irgendwelche Jeffreys-Röhren verkrieche und da irgendwelche Sachen studiere oder gucke, dass ich da ein bisschen Ruhe habe. Ja, das kannst du tun. Ich würde auch in meiner Freizeit neben der Expertise von Lieutenant Zoschorik mir auch einen Techniker von der Atlantis suchen und mich versuchen, mit dem anzufreunden. Mhm. Und quasi da auch noch so einen Austausch von Techniker zu Techniker. Über die NX-Klasse ist natürlich sehr viel in den Datenbanken, aber so ein Live-Bericht ist natürlich deutlich interessanter. Ja, das kannst du tun. Du kannst dich sogar mit Chief Engineer Darlene Phillips anfreunden. Also ihre Crew hat ziemlich gelitten. Die ist froh, wenn sie jemanden zum Reden hat. Die würde sich auch sehr gerne von dir euer Schiff erklären lassen und eure Technologie. Ja, selbstverständlich. Die neue Warp-Kerntechnologie würde ich ihr dann zeigen und den Maschinenraum führen. Ja. Die wurden auch mittlerweile freigelassen. Also die waren ja zeitweise, habt ihr die ja unter Arrest genommen, weil die sich untereinander nicht einig werden konnten. Seitdem ihr die Geschichte mit dem Alien geklärt habt und auch nochmal die Counselor mit denen gesprochen haben und die eine Zeit lang unter psychologischer Beobachtung hatten, hat sich die Situation da echt entspannt und die laufen frei und friedlich durchs Schiff. Ja. Und nach den Erfahrungsberichten von der Darlene Phillips bin ich vielleicht auch ein bisschen neidisch. Ich hätte die gute alte Zeit gern auch erlebt. Das war doch ein bisschen spannender. Die erzählt auch tatsächlich ganz interessante Geschichten aus dem Erdromulanischen Krieg, wo die halt losgeflogen sind und gegen die Romulaner gekämpft haben. Also in Richtung Taktiken und, sagen wir mal, sequentielle und situative Überlastungen der Maschinen, wie weit man gehen kann etc., da hat die eine Menge Erfahrung. Das wäre eventuell auch ganz interessant oder ist ganz interessant für dich, ihr dann zuzuhören. Mhm. Zulok, was möchtest du noch machen? Zulok würde jetzt eigentlich an seiner Karriere arbeiten. Also da gibt es noch die Kommandobefähigungsprüfung, auf die könnte ich mich vorbereiten. Mhm. Mich quasi dann auch dementsprechend gleich schriftlich darauf bewerben, dass ich die gerne ablegen möchte. Und lesen, 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 lesen. Technik, Kommando, Eigenheiten bestimmter Rassen und so weiter und so weiter. Okay. So weit. Das tust du? Das tue ich. Okay, jetzt haben wir eine ganz, ganz wichtige Entscheidung zu würfeln, nämlich ob die Transferierung des Aliens in den fremden Wirt gelingt oder nicht. Dazu müsste Dr. Weiwei würfeln. Möchtet ihr für den würfeln oder soll ich das übernehmen? Mach mal ruhig. Ja? Ja, mach mal ruhig. Wenn Enzi nicht, also wenn ich nicht helfen darf, dann mach mal selber. Fenrich Reon ist eingeschnappt. So, jetzt hast du das. Nein, bin ich gar nicht. Also das ist eine sehr, sehr schwere Geschichte, die der Dr. Weiwei da bewältigen muss, zusammen mit seinen Assistentinnen. Da ist eine Schwierigkeit. Die nehmen natürlich hier ihre Determination, werden die natürlich einsetzen dafür. Haben sie nicht als NSC. Was? Ja. Das ist eine Probe auf Reason und Medicine. Der kriegt auf jeden Fall einen Fokus dazu, auf Medizin. Das würde ich ihm gönnen. Zusätzlich wird er natürlich unterstützt von einer Ärztin. Ah, guck mal, da schon 3 Erfolge. Wow. Aber jetzt kommt noch die Assistentin dazu. Ja, da haben sie es. Und, pass auf, jetzt kommt der Bonus. Die werden nämlich auch noch unterstützt vom Schiff. Die können natürlich die technischen Gerätschaften nutzen. Und zwar geht das auf Computers, würde ich sagen, oder Sensors, aber das ist derselbe Wert hier beim Schiff. Und Medicine, da kommt auch nochmal ein Würfel rum. Okay, da kommt aber nichts bei rum. Aber genau die 4 Erfolge. Das heißt, ihr bekommt das erst ein paar Tage später mit, als das Schiff sich schon in Bewegung gesetzt hat. Es wird gemunkelt, dass die Operation geglückt ist.
dass sich ein Shuttle abgesetzt hat von der USS Magellan, nur mit ein, zwei Leuten besetzt wohl, hat angedockt. Warum darf ich nicht dabei sein? Da scheint offensichtlich niemand Verstärkung von der Engineer-Crew gebraucht zu haben, aber ja, du bist eventuell zu Recht ein bisschen traurig. Das wird, oh, scheiße. Und ich kann nichts aus diesem Antrieb mitnehmen, weil ich ihm die Probe so verkackt habe. Ja, der ist aber echt verkackt. Richtig, richtig verkackt. Auf jeden Fall verschwindet das Schiff. Wie ihr im Nachgang durch Gerüchte erfahrt, konnte das Alien wohl nicht lange bestehen. Das hat es euch, glaube ich, auch zwischendurch gesagt. Daher musste das wieder in seine Dimension verschwinden, mithilfe seines Schiffes, direkt nachdem es getrennt worden ist. Offensichtlich hat die Sternenflotte dem zugestimmt. Es wundert euch nicht, dass die Rettung von Leben über der Erlangung von Wissen geht für die Sternenflotte. Und so haben sie zumindest ja, ein hochentwickeltes Wesen mutmaßlich gerettet. Ihr wisst nicht, ob vielleicht nicht noch ein Datentransfer stattgefunden hat. Also ob das Alien euch sein Wissen zur Verfügung gestellt hat. Ihr habt so also euch mit dem unterhalten, habt aber rausgehört, dass das selber ein bisschen schockiert war von dem, was sein Antrieb anrichten kann im schlimmsten Fall. Und ihr könntet eventuell vermuten, dass kein Wissen über diesen Antrieb rausgegeben worden ist. Aber das wisst ihr nicht. Okay, ich schau mal, was gegebenenfalls öffentlich zugänglich ist. Also ich werde jetzt keine Sicherheitsbrüche begehen oder sowas. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob irgendwelche neuen Daten reingekommen sind, die ich irgendwie einsehen kann mit meiner Freigabe, was garantiert nicht der Fall sein wird. Aber mit deiner Freigabe brauchst du keine Probe zu würfeln und du hast auch keine neuen Daten, die reingekommen sind. Möchtest du über deine Freigabe hinausgehen? Nee, ich habe letztes Mal mein Glück einmal zu überstrapaziert. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Du hattest auch noch ein bisschen schlechte Träume und konntest schlecht einschlafen, weil du eventuell Angst hattest, dass dein Besuch auf dem Schiff des Aliens im Nachhinein doch noch erkannt wird. Aber das nehme ich gerne so hin, ja. Niemand hat dich bisher darauf angesprochen und du denkst, du hättest mit Sicherheit von Lieutenant Commander Zulok mehr als die zuckende Augenbraue für so eine Tat bekommen, wenn er davon erfahren hätte. Gehe ich stark von aus. Was ich aber probiere, auch obwohl ich eben verkackt habe und das garantiert auch nichts bringt, aber ich probiere es trotzdem. Ich werde versuchen, Holodeck-Zeit zu beantragen, mein Programm zu sichern, dass da nur ich Zugriff drauf habe. Mhm. Also klar, mit einer Captain-Beschränkung oder sowas kann man das machen, aber warum sollte man das machen, wenn man keinen Grund hat? Mhm. Und würde versuchen, möglichst viel aus dem Gedächtnis, man schläft ja auch nochmal drüber, man überlegt nochmal, ob man vielleicht doch noch irgendwas rekonstruieren kann, dass ich das möglichst detailgetreu irgendwie nachbauen kann. Ja, also ich gucke, das wird jetzt garantiert mehrere Wochen, Monate oder sonst was in Anspruch nehmen und wenn man wieder so in der halbwegs in der Situation ist, die man kennt, die man wiedergefunden hat, dann kommen einem ja nochmal andere Ideen oder andere Handgriffe und ach ja, stimmt, da war doch noch was und hier war doch was. Vielleicht kriege ich so noch irgendwas rekonstruiert. Ja, okay. Kannst du erstmal ohne Würfel machen, aber erinnere mich nochmal dran, wenn du da fortgeschritten bist. So am Anfang ist das halt ein extrem schwieriger Start. Hinzu kommt, solange die halbe Crew der Atlantis noch da ist, sind die Holodecks auch relativ ausgebucht. Also das ist wohl auch Teil deren Beschäftigungstherapie, dass sie sich auf dem Holodeck vergnügen können. Oder eventuell auch psychologische Trainings durchlaufen, du weißt es nicht sehr genau. Aber gar kein Thema. Am Anfang kommst du sehr langsam voran. Schwarz 1, möchtest du noch was Besonderes machen? Deine Verbesserungen werden übrigens akzeptiert. Du kannst tatsächlich nicht. Ich wollte jetzt über den Kommunikator Lieutenant Commander Zulok rufen. Science an Lieutenant Commander Zulok. Zulok hört. Commander Zulok, ich hätte gern eine kurze Audienz bei Ihnen. Ich habe hier etwas durchgerechnet und die könnte die Sensor verlangt um 3,2% optimieren. Wenn Sie da Optimierungspotenzial sehen, optimieren Sie das. Und dann, Commander, berichten Sie mir, wenn Sie fertig sind. Dann werde ich den Phasenemitterdurchfluss separieren und damit die Sensoren optimieren. Ja, auch das kannst du ohne Probe machen. Du hast genug Zeit und leichte Optimierungsarbeiten gehen so. Zulok, möchtest du noch was tun? Naja, also so eine Vorbereitung auf so eine Prüfung braucht Zeit. Und neben der Sachen, die ich sonst noch zu tun habe, wahrscheinlich wird das meine Zeit dann erstmal fressen, die nächsten paar Tage. Okay.
Weiß ja nicht, ob der Captain wie darauf reagieren hat, wenn ich so eine Bewerbung abgebe, aber das war jetzt das musst du mir natürlich sagen. Du hörst erstmal nichts, aber du bereitest dich schon mal vor. Mhm. Okay, das heißt aber, Lieutenant Commander Sulok ist auch sehr sporadisch im Maschinenraum zu sehen. Ich werde die ganz normalen Zeiten da verbringen, die ich sonst auch da verbringe. Die Vorbereitung mache ich wegen meiner Freizeit oder während ich nicht Schicht habe. Okay. Und davon, dass er so eine Bewerbung abgegeben hat, wirst du nichts merken. Sag mal, dazu ist der Mann zu sehr Vulkanier. Okay. Gutes Argument, ja. Ihr bekommt es am Rande mit, beziehungsweise Shra Sainz, du kriegst es relativ offen mit, dass wohl die Darlene Phillips, die Chief Engineering der Atlantis, die erzählt dir ein bisschen traurig, dass Lieutenant Commander, bald werden wir abgeholt. So, und wo geht's hin? Wir werden zunächst auf eine Space Station in der Nähe gebracht und dann werden wir, ich erfahren, nachgeschult in der aktuellen Technik und vermutlich irgendwann, nun vielleicht sehen wir uns mal wieder an Bord eines anderen Schiffes. Möglich, die Wege der Sternenflotte sind unergründlich. Aber erlauben Sie eine persönliche Frage? Na gut. Haben Sie sich schon informiert, ob es auf der Erde noch Nachkommen Ihrer Familie gibt? Also Verwandte? Das ist eine der ersten Sachen, die ich rausfinden möchte. Aber Sie geben uns bislang keinen Zugriff auf derartige Daten. Aber viele wollen das rausfinden. Ihre Enkel und Urenkel besuchen. Tja. Die vielleicht auch schon der Sternflotte sind. Und wenn die Urenkel älter als die Urgroßmütter sind, ist das sicher ein Spaß. Vielleicht werde ich tatsächlich auch mal mit einem Ur- oder Ururenkel von mir fliegen. Das würde mich natürlich besonders freuen. Solange Sie nicht unter ihm dienen müssen? Mir ist klar, dass wir uns erstmal anpassen müssen und dass die gesamte Crew einiges aufzuholen hat. Wir haben uns schlecht benommen und unser Wissen ist veraltet. Die einzige Sache, die mir noch einfallen würde, wenn Ensign Sigasha mir das in dieser Form mitteilt, würde ich eventuell den einen oder anderen, der seine Enzyme dann nicht unter Kontrolle hat, mal ermahnen, dass er sich auf seine Aufgaben konzentrieren könnte. Im Vorbeigehen. Mach's ja. Ja, bei Lieutenant Commander Sainz wird sich das darin äußern, dass er natürlich sehr bemüht ist um den Ensign und immer versucht zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. Aber immer natürlich die Form wahren. Das kriegst du hin, also genau wie der Reon auch. Und der dann kriegen es im Prinzip auch hin, mit der Zeit, sagen wir mal. Von der Security wird hier ziemlich oft angeflirtet. Die haben da wohl offensichtlich weniger zu befürchten. Ihr bemerkt das, also wer auch immer an ihr vorbeigeht, grüßt die extrem laut, damit sie auf jeden Fall reagiert und mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Also und auch du, Lieutenant Commander Sulok, merkst, da laufen einige öfter absichtlich an ihr vorbei. Wie reagiert denn die weibliche Besatzung? Gibt's da einen Chickenkrieg? Ne, genauso reagieren die. Die können sich vor den Pheromonen genauso wenig schützen wie die männlichen. Bilder im Kopf. Das Filtersystem zu optimieren, dass diese Pheromone rausgefiltert werden, inwiefern das möglich ist. In meiner Freizeit und oberste Priorität hat trotzdem mein Antrieb. Auch das schaffst du noch. Also an dem Antrieb kannst du ja immer nur zeitweise rumdoktoren. Irgendwann bist du mit deiner primären Aufgabe fertig. Also du hast dann das Sicherheitsfeld im Wave Rider installiert. Herausragend. Kannst du auch halt variabel an- oder abschalten, wenn ihr es nicht benutzen wollt. Beziehungsweise, guck mal, ich war fleißig. Ich versuche ein variables Ding, ne, dass man es quasi also dass man den Raum von dem Wave Rider, sehr schön, sehr gut. Ja. Aber was erwartet man auch sonst von Dame, ne? Also immer top vorbereitet, der Mann. Immer hervorragend. Ich krieg mein Momentum dazu, ja? Du kannst, also ihr habt hier hinten, ich habe das recherchiert, hier hinten ist noch eine Lagefläche. Hier ist sogar ein kleiner Transporter, das heißt, ihr könntet vom Wave Rider beamen, allerdings immer nur eine Person. Und eine Schalldusche befindet sich da auch noch, sowie zwei Betten, wenn ihr da länger, also das ist halt tatsächlich, ihr habt damit ja auch einen leichten Warp-Antrieb. Das ist tatsächlich ein kleines Raumschiff, wenn ihr so wollt. Wenn unser Schiff momentan so voll ist,
werde ich Überstunden im Rave weitermachen. Ich werde mich da einquartieren. Ich werde da gegebenenfalls mal oder sowas. Wenn mich da keiner rausschmeißt, bleibe ich da drin. Ja, hast du das vom Dorf abgeguckt, der ja, so die Feind gezogen ist? Der Mann weiß einfach, was gut ist. Wenn man Ruhe haben möchte, muss man sich auf sein eigenes Schiff verziehen. Dann möchte ich aber bitte mein Talent, I know my ship, auf den Wave Rider auch ausbauen, ja? Also ausweiten. Ja, gut. Scheiße, wenn ich jetzt gesagt, aber ist in Ordnung. Wenn ich das feststellen würde, dass der Ensign da quasi sehr viel Zeit auf dem Wave Rider verbringt, würde ich dann auch mal vorbeikommen. Du bist nur neidisch, gib's zu. Ja. Und ihn fragen, ob alles in Ordnung ist, ob er ein Problem hat mit unserer Stube, ob da irgendwie potenzielle Konflikte vorhanden sind. Nein, Lieutenant Commander, absolut nicht. Aber mir ist das Schiff ein wenig zu voll, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und hier habe ich im Prinzip alles, was ich brauche. Und das vor allem meine Ruhe. Das hindert Sie aber nicht, Ihr Koje auf unserer Stube zu benutzen. Das ist richtig, aber ich... Und die Stube ist auch nicht voll umsonst. Das ist auch richtig. Aber ich mag gerne die Ruhe. Also wenn Sie mir befehlen, natürlich hier nicht auch mal eine Nacht zu verbringen, dann komme ich natürlich immer auf die Stube. Das ist keine Frage. Aber ich mache mir schlicht und ergreifend Sorgen, dass Sie übernächtigt sind mit diesen vielen Sonderschichten, die Sie hier durchführen, und dass Sie Ihre tägliche Arbeit drunter leidet. Ich kann hier besser schlafen als in unserem Mehrfachzimmer, um ehrlich zu sein. Und wenn du so in den Rave Rider guckst, siehst du sogar hinten in der kleinen Ecke seinen kleinen Schrein aufgebaut. Ich würde auf den Schrein deuten und sagen, Sie können übernachten, wo Sie wollen, aber das sollte der Captain oder Lieutenant Commander Sulok nicht zu Gesicht bekommen. Natürlich nicht. Und geht da hin und man hat das wirklich in einem Handgriff sofort abgebaut und es ist schnell weg. Okay. Ich hoffe, diesen Handgriff haben Sie auch im Griff, wenn es zu einer Alarmsituation kommt. Natürlich. Dann machen Sie weiter so. Vielen Dank, Lieutenant Commander. Reon, wo auf diesem Schiff möchtest du denn gerne die Barriere hinbauen? Ich möchte versuchen, eine Variable zu bauen, also beziehungsweise eine, die man zumindest so vierteln kann, so einen Raum. Okay, zeichne ruhig mal ein. So, also ich würde das im Prinzip okay. Hier versuchen. Und da hier natürlich die Türen sind, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn ich das hier so mache. Also den hier weg quasi, ne? Und den hier dann vermutlich auch. Genau, und dann hier quasi noch an den Türen entlang. Okay, warte mal kurz, bevor du weitermachst. Hier vorne ist die Brücke, da machen wir dann nichts, aber das war die zwei Räume zumindest. Zumindest ein Gefangenentransporter werden. Ich bin jetzt, wenn Reon was macht, dann richtig. Ich wäre jetzt auch von weniger Barrieren ausgegangen, aber sagen wir mal, die kriegst du nicht in ein paar Tagen alle da reingezogen. Womit möchtest du denn anfangen? Reon hat überhaupt kein Problem, da jetzt mehrere Wochen in diesem Rave Rider zu pennen. Okay, guck mal, was der Captain dazu sagt und ob er nicht vielleicht einen anderen Auftrag kriegt, aber... Durchaus. Also wie gesagt, die offiziellen Schichten nimmt er alles wahr. Das ist man alles, was er offiziell halt da mit einbauen kann, gerne als offizielle Schicht. Ansonsten, der tüftelt ja eh gerne in seinem Privaten rum. Macht er da auch durchaus mal die eine oder andere Überschicht. Es gibt einen Auftrag, die Aufrüstung des Wave Riders so durchzuführen, wie das Sache ist. Und so kommt dann regelmäßig mal vorbei und nimmt das ab. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, dass auch der Lieutenant Commander Sulok auch prüft, dass nicht zu viel Energie auf diese Barrieren abgezogen wird. Nicht, dass die Schildgeneratoren auffallen. Sind sie nicht aktiviert, ziehen sie keine Energie ab. Und wenn wir nur ein kleines Kraftfeld in der Ecke machen oder sowas, um da einen Typen festzusetzen, dann sollte das aber ja auf den gesamten Energiehaushalt guckt, dass da Reon schon irgendwie Rücksicht wenn das Ding einen Warp-Kern hat, dann sind die paar Kraftfelder aber über. Sollte, ja. Und ansonsten kann man jederzeit die Energie davon wieder abziehen. Und ansonsten gucke ich, ob ich vielleicht noch ein bisschen aus dem Warpkern rausholen kann. Mal schauen, was ich so hinkriege. Reon fühlt sich auf jeden Fall sauwohl auf dem Schiff. Ja, das ist auch so
Mit der Zeit fühlst du das als dein eigenes kleines Reich an. Da ist keiner, der dir Vorschriften macht. Da bist du der Captain, denkst du dir. So ungefähr. Ja, und mit der Zeit werden dann tatsächlich die Gäste der Atlantis abgeholt. Mit mehreren Shuttles, die von einem anderen großen Schiff geschickt werden. Ihr nehmt Abschied von denen gegebenenfalls. Lieutenant Commander Sainz tut das wahrscheinlich. Selbstverständlich. Und Lieutenant Commander Zulok ist wahrscheinlich mit seinem Studium beschäftigt. Ich habe den ersten Offizier kurz kennengelernt, in vulkanischer Manier dann alles Gute wünschen, aber das war's auch schon. Mach's ja. So, die vulkanische Variante halt, ne? So leben Sie lange und in Frieden, Commander. Er erwidert deinen Gruß fast, würde ich sagen. Mhm. Und kurz danach bekommt der Maschinenraum auch das, um wieder Energie bereitzustellen. Die USS Magellan fliegt offensichtlich weiter. Ja, Warp-Antrieb, falls zur Verfügung. Sehr gut. Vielen Dank, Lieutenant Commander Zulok. Ja, ihr kriegt mit durch die Gerüchte in der Messe, dass ihr wohl mehr oder weniger entlang der neutralen Zone patrouilliert, könnte man es fast nennen. Kurze Frage, wie möchtet ihr das jetzt machen? Soll Lieutenant Commander Zulok weiterhin das Außenteam leiten oder wollt ihr mal wechseln? Also ich würde auch gerne mal ein Außenteam übernehmen. Ja, okay. Dann, wir hatten sowas ja angesprochen am Anfang, dass wir da durchwechseln. Mhm. Dann würde ich halt jetzt durchwechseln. Mhm. Okay. Alles klar. OT-Diskussion zu Ende. Ja, hurra. Wir haben es geschafft, Grins. Nach einigen weiteren Tagen Patrouille erhalten Lieutenant Commander Zulok und Lieutenant Commander Sainz eine Einladung vom Captain in das Büro des Captain für den nächsten Tag. Mhm. Das Büro des Captain befindet sich auf Deck 2, direkt vorne. Mhm. Als ihr das Büro betretet, seht ihr auch, das ist sehr schön eingerichtet. Der Captain ist da, der väterliche, erfahren aussehendere Typ. Und die Spanierin, Penelope Garcia, sein XO. Yep. Captain, Lieutenant Commander, geht's Ihnen wieder besser? Ja, danke der Nachfrage. Setzen Sie sich doch. Danke. Lieutenant Commander Zulok und Lieutenant Commander Sainz. Wir haben unseren nächsten Auftrag erhalten von Admiral Watts. Er hat uns kontaktiert. Vielleicht vorab, Lieutenant Commander Sainz, wir haben Ihre Ansichten und Ihre Entscheidungsfreude bei der letzten Mission sehr gut gefallen. Wir haben eine technisch geprägte Mission vor uns, daher wünsche ich, dass Sie, Lieutenant Commander Sainz, die Führung über das Außenteam übernehmen. Wenn das für Sie, Lieutenant Commander Zulok, keinen allzu großen Bruch darstellt. Sie sind der Captain. Gut. Es schadet nie, wenn andere Lieutenant Commander ebenfalls Führungserfahrung sammeln. Klingt logisch. Lieutenant Commander Sainz, fühlen Sie sich dazu in der Lage? Jawohl, Sir. Sehr gut. Dann. Ich werfe so einen Blick aus den Augenwinkeln auf den Lieutenant Commander Zulok. Da wird er nicht drauf reagieren. Er hat kein Ego, das man kränken kann, das weißt du doch. Nun, okay. Wir haben einen Hilferuf empfangen. Das Föderationsraumschiff Nightingale, unser Schwesternschiff, ebenfalls eine Nova-Klasse, ist, so wie Sie sagten, aufgrund eines Navigationsfehlers versehentlich in die neutrale Zone vorgedrungen. Die Romulaner haben dies bemerkt und bereits das Feuer auf die Nightingale eröffnet und ihre Besatzung als Kriegsgefangene erklärt. Unsere Aufgabe, unsere Mission ist, die Situation zu deeskalieren. Wir sollen darüber hinaus sicherstellen, dass die Romulaner keine Entschuldigung dafür bekommen, der Föderation den Krieg zu erklären. Wir, und damit meine ich vor allem Sie, sollen so viele Crewmitglieder der Nightingale wie möglich retten. Und das ist ebenfalls Hauptaufgabe Ihrer Mission. Die Technologie der Föderation darf auf keinen Fall in die Hände der Romulaner fallen. Ist das Usus, Sir, dass die Romulaner direkt das Feuer in der neutralen Zone eröffnen? Immerhin ist das die neutrale Zone. Das ist selbst wenn es von der Sternenflotte
Nun, direkt das Feuer auf Schiffe zu eröffnen, ist zugegebenermaßen nicht die feine englische Art, aber die würde ich zum ersten bei Romulanern auch nicht erwarten. Und zum anderen haben sie zumindest sich das Recht herausgehandelt, jedes eindringende Schiff der Föderation als Kriegsgefangene oder als Gefangene zu sehen. Ist das Ausmaß der Schäden auf der Nightingale bekannt? Noch nicht. Wir nähern uns gerade der Nightingale und ein weiterer kritischer Punkt, aber das gilt mehr für uns, er guckt die Garcia an, ist, wir haben von der Föderation die Erlaubnis erhalten, in die neutrale Zone vorzudringen. Leider gilt diese Erlaubnis nicht von romulanischer Seite. Das bedeutet, wir begeben uns ebenfalls in Gefahr. Ist die Nightingale allein oder sind Romulaner in der Nähe? Sofern man das beurteilen kann. Der romulanische Warbird befindet sich direkt in ihrer Nähe und hält sie fest. Ich werde Folgendes... Wie kommen wir in ihre Nähe, ohne Kampfhandlungen zu beginnen? Das wird meine Aufgabe sein. Und die wird nicht leicht werden. Ein Schiff wie die Magellan gegen einen romulanischen Warbird, das wird eine Herausforderung, Sir. Ich glaube, wir können diesen Kampf nicht militärisch gewinnen. Und das ist weder die Mission noch die Absicht. Unsere Aufgabe ist zu deeskalieren und das werden wir von der Brücke aus tun. Ich werde mit den Romulanern verhandeln, in der Absicht, ein kleines Team herüberbeamen zu dürfen. Das wären Sie beide und ein weiterer Techniker. Gegebenenfalls nehmen wir noch Dr. Weiwei mit, was meinen Sie? Im Anbetracht der Situation wird sicher kein Security Officer dabei sein. Und ich würde darum bitten, dass wir Ensign Reon mitnehmen, der sich doch sehr hervorgetan hat in Bezug auf Antriebe. Gut, bewilligt. Sie drei. Und wollen Sie den Doktor dabei haben oder nicht? Ich würde zunächst mal den medizinischen Status der Besatzung abfragen und eventuell dann ärztliche Hilfe anfordern. Der einzige medizinische Offizier, den wir haben, in eine so brisante Lage zu bringen, ist wahrscheinlich nicht die allergeschickteste Option. Er nickt. Stimmen Sie zu, Lieutenant Commander Sainz? Dasselbe wollte ich gerade auch anmerken. Und ich gehe davon aus, dass die Nightingale eigentlich auch einen medizinischen Offizier an Bord haben sollte. Er nickt. Zufrieden. Er guckt auch von Lieutenant Commander Zulok zu Lieutenant Commander Shras Sainz und zurück. Sehr gut. Ich mag Einigkeit in meinen Reihen. Nun, dann nehmen Sie Fenrich Reon mit, bereiten Sie sich vor. Es muss eventuell schnell gehen. Ja, Sir. Wie Sie wünschen, Captain. Halten Sie sich aufbruchsbereit, Sie werden von mir hören. Lieutenant Commander Zulok, sagt er beim... Ja, Captain. Gehen. Kann ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen? Natürlich, Sir. Ich nicke und würde den Raum verlassen. Die Garcia tut es dir gleich. Und vor dem Raum dann quasi den Ensign Reon informieren. Er soll seine Sachen packen. Seinen Schrein zusammenpacken und mit dem Werkzeugkoffer bereitstehen. Jawohl, Sir. Er tut, wie ihm befohlen wird. Lieutenant Commander Zulok, Sie haben hier eine Bewerbung geschickt. Ja, Sir. Geht die gerade auf seinem Pad so durch. Während du da sitzt. Was hat sie dazu bewogen? Erzählen Sie doch. Letztendlich ist es so, Sir, dass ich der Ansicht bin, dass meine Fähigkeiten als leitender technischer Offizier nicht vollständig ausgeschöpft sind. Ich würde mir wünschen, in absehbarer Zeit auf die Kommandoebene zu wechseln. Nicht unbedingt sofort, aber in absehbarer Zeit. Und um das zu tun, würde ich mich gerne innerhalb des Kommandotrainings dafür qualifizieren. Ich halte Sie für einen sehr fähigen, ich hätte fast aus Gewohnheit Menschen gesagt, Vulkanier. Danke, Sir. Nun, ich begrüße Ihre Bewerbung und ich danke Ihnen dafür. Sie sollten die Trainings absolvieren und in dem Fall ist es ja nicht schlecht, dass Lieutenant Commander Sainz hier das Kommando übernimmt. Er müsste dann ja im Zweifelsfall zumindest hier an Bord als Ihr Nachfolger bereitstehen. Davon würde man theoretisch ausgehen, Sir. Sofern natürlich auf diesem Schiff dann Platz wäre für einen weiteren Offizier innerhalb des Kommandobereichs. Davon bin ich jetzt nicht ausgegangen, Sir. Gut,
Das wollte ich nämlich als nächstes sagen. Momentan ist kein derartiger Posten auf diesem Schiff vakant. Wir können gerne die Ausbildung übernehmen und falls das Schlimmste passieren sollte, weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Danke, Captain. Gut, dann, ich denke, vor dieser Mission werden wir es nicht mehr schaffen. Nein, Sir. Es eilt ja nicht. Gut. Ich werde Lieutenant Commander Garcia Bescheid sagen, dass sie sich direkt nach ihrer Mission in Verbindung setzen soll mit Ihnen. Danke, Sir. Dann bitte ich mich jetzt entfernen zu müssen. Ich muss mich auf eine Mission vorbereiten. Sehr gerne. Viel Erfolg, Lieutenant Commander Sulok. Danke, Captain. Jo. Ja, Reon, du hast den Wave Rider noch nicht so fertig gemacht, wie du es gerne gehabt hättest. Also du hast jetzt, ich sag mal, 3 Barrieren reingezogen. Okay. Wir müssten einmal spezifizieren, welche das wären. Warte, ich switch euch. Ich würde mich von hinten nach vorne vorbereiten. Dann habe ich, wenn ich 3 Barrieren reingepackt habe, dann habe ich den hinteren Bereich, Ankommensbereich quasi. Ja, okay. Fertig gemacht. Mhm. Und dann würde ich mich danach um das Schlafgemach da kümmern. Okay, ja, da bist du gerade dran, als du den Funkspruch vom Lieutenant Commander Sainz bekommst. Okay. Wie gesagt, dann würde ich meinen Ingenieurskoffer schnappen und würde mich auf den Weg machen und mich im Transporterraum melden. Hm? Also vorausgesetzt, wir beamen und brauchen kein Shuttle. Das wisst ihr nicht. Oder du weißt es zumindest nicht. Ich weiß nicht, dann würde ich den Lieutenant Commander nochmal fragen. Wo soll ich mich melden? Soll ich direkt hier auf dem Shuttle bleiben oder Transporterraum. Okay. Ich habe den Kapitän so verstanden, dass wir rüber beamen dürfen. Von rüberfliegen war nicht die Rede. Würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass wir beamen. Weil alles andere wäre ein bisschen merkwürdig. Wenn dann noch was bewaffnet durch die neutrale Zone gurkt und wenn die Romulaner sind, dann nervös. Was wir auch nicht wollen. Erstens das und zweitens, wo sollen wir den Wave Rider andocken? Dann müssten wir dann irgendwie außen andocken. Jetzt haben wir schon einen Transporter, dann können wir den auch mal benutzen. Ja, natürlich. Also meine persönliche Meinung. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja noch dazu. Ihr trefft euch vorm Transporterraum intuitiv. Ich salutiere und grüße, wie es gehört für einen Fähnrich. Hm. Lieutenant Junior Huhuo hat gerade Dienst am Transporterraum. Ich gehe davon aus, dass der Captain möchte, dass wir die Mission nicht bewaffnet antreten. Er hat bisher nichts weiter verlautbaren lassen. So lange, Captain Townsend. Hier, Captain Townsend. Sir, was Sie nicht gesagt haben, ist, ob wir die Mission bewaffnet durchführen oder unbewaffnet durchführen sollen. Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch die Romulaner können Sie ruhig versuchen, Phaser mitzunehmen, falls die Romulaner versuchen sollten, an Bord zu gelangen. Allerdings die größte Gefahr scheint der Warbird zu sein und gegen den helfen auch keine Phaser. Nein, Sir, auf keinen Fall. Ich habe große Augen, weil jetzt das erste Mal von den Romulanern hört, glaube ich. Der Captain schickt euch ein Bild, wie es draußen aussieht. Wenn es so aussehen würde, wäre ja alles gut, weil eine Nebula und Beta kriegt, dann kriegt so ein Romulanischer Warbird nicht so ohne weiteres kaputt. Achso, ja, dieses Schiff hier ist aus dem, das ist halt das Originalbild zum Abenteuer. Und das ist hier das Spielerschiff. Das ist so halt, ist das nicht, weil ihr habt dieses Spielerschiff tatsächlich auch, also der steht hier zweimal. Mhm. Also sie sind tatsächlich in Gefecht, oder wie? Naja, Entschuldigung, die schießen gerade nicht. Da ist jetzt hier nur wahrscheinlich okay. So ein Bild, um das noch epischer darzustellen. Also es scheint offensichtlich kein Feuergefecht zu geben, aber der Captain schickt euch als Außenteam dieses Bild aufs Kommen. Lieutenant Commander Sainz an Lieutenant Björnsson. Ja, Björnsson, was kann ich tun? Wir bräuchten für eine Außenmission 3 Typ 2 Phaser. Wo soll ich sie hinbringen? In den Transporterraum, bitte. Ei. Ja, er kommt tatsächlich kurze Zeit später an. Ist schon durchgesickert, was da draußen passiert. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, Lieutenant. Danke. Ja, händigt euch die 3 Phaser aus. Ich würde noch den Ensign Reon kurz darüber informieren, über die Missionsparameter, dass wir in der neutralen Zone ein Schwesternschiff haben, das von einem romulanischen Warbird quasi gefangen genommen wurde. In der neutralen Zone? Ist das nicht eine neutrale Zone, weil keiner der beiden Parteien eigentlich da drin sein sollte?
Nee, also die ist neutral dahingehend, dass ihr da nicht drin sein dürft. Also die Sternenflotte patrouilliert vor der neutralen Zone, also auf eurer Seite. Ja, da die Romulaner Tarntechnologie haben, patrouillieren die offiziell auch außerhalb der neutralen Zone. Naja, die dürfen, also ich habe nochmal nachgelesen, die dürfen zu der Zeit rein. Also das ist deren Gebiet. Die dürfen, also nur keine der beiden Fraktionen darf da Sterne in Besitz nehmen oder so. Die ist hier so, das ist ungefähr die neutrale Zone. Da wo halt die Föderationsgeschichte, ja genau, hier ist ja auch dieser schwarze Zwischenraum. Das müsste sie sein. Okay, was macht unser Schiff denn dann in der neutralen Zone? Gehen wir mal offiziell von einem Navigationsfehler aus. Und ihr hört, wie sehr ich daran zweifle, dass ein Föderationsschiff einen Navigationsfehler begeht und in die neutrale Zone eindringt. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht nur von dir. Da gehen wir wahrscheinlich alle nicht wirklich aus, dass es so einen fatalen Navigationsfehler geben kann. Wissen wir irgendwas von der eigentlichen Mission des Schiffes? Nein. Wie ist der Name nochmal von dem Schiff, muss ich gerade mal fragen? Nightingale. Ihr alle drei bekommt einen Call von Captain Townsend. So, Lock hier. Captain Townsend, ich habe mit Commander Maven, der Befehlshaberin des Warbirds, gesprochen. Ich habe die Erlaubnis erhalten, Sie drei auf die Nightingale beamen zu dürfen. Sir, ist der Status bekannt, ob es Verletzte gibt und wie das sich mit dem medizinischen Personal der Nightingale verhält? Leider unbekannt. Finden Sie es heraus. Ich könnte nochmal versuchen, nachzuverhandeln, falls es notwendig ist, um Dr. Weiwei nach Ihnen rüber zu beamen. Aber zunächst wäre mir wichtig, dass Sie sich in Bewegung setzen. Wir sind bereit zum Beamen. Und ich würde dem Lieutenant an der Beamkonsole zunicken. Drei Personen bereit zum Beamen. Für mich gerade noch mal eine kurze Rückfrage. Unsere genaue Missionsparameter jetzt auf dem Schiff ist, Reparaturen ausführen und dann wieder zurück, oder? Ja, Reparaturen und Aufklärung. So würde ich das jetzt sehen. Okay. Tun Sie in keinem Fall etwas, was den Romulanern als feindlicher Akt auffallen könnte. Und also wir haben sowas wie Phaser oder Photon-Torpedobänke laden, ja? Ganz genau. Wir haben keinerlei Erlaubnis erhalten, die Crew-Gale zu uns rüber zu beamen. In diesem Fall wären wir ebenfalls Gefangene, also versuchen Sie auch nichts in dieser Richtung. Helfen Sie mit den Reparaturen. Falls es Verwundete gibt, sagen Sie Bescheid, dann versuchen wir, Dr. Weiwei rüber zu beamen. Falls nicht, nehmen Sie sich genug Erste-Hilfe-Packs mit, damit Sie nur notwendigerweise Erste-Hilfe leisten können. Ich würde, solange der Captain das sagt, würde ich Commander Sulok anschauen. Tja, na dann mal los, Commander. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke, Sir. Und ich würde dem Lieutenant zunicken und sagen, bereit zum Beamen. Er nickt. Habe die Daten erhalten. Ja, und wer möchte das Beaming-Geräusch machen? Ja, genau. Damit dematerialisiert ihr euch. Wollen wir an dieser Stelle eine kurze Pause machen? Ja, Sir. Können wir tun, wenn Sie möchten. Warum eigentlich nicht? Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Ciao.